Hi, ich bin der Zankl und heute gibt es ein Jahreszusammenfassungsvideo. Wir lassen das ganze letzte Jahr, wir lassen die Chili-Zucht des letzten Jahres. Wie baue ich Chilis an von A bis Z? Ende. Passt das so, oder? Nehmen wir das gleich. Heute gibt es ein Zusammenfassungsvideo über die letzte Saison. Die lassen wir nochmal Revue passieren, auch als Kurzanleitung nochmal alles kompakt beieinander von A bis Z. Ich führe euch jetzt in 5 Schritten durch die letzte Saison. Viel Spaß. So, jetzt haben wir Bier hier. Schritt 1, Chilis ansetzen. Heute ist der geilste Tag im Jahr, weil ich heute meine Season start. Die Samen vorbereiten und dann eben zum Keimen bringen. Die Samen am besten 24 bis 36 Stunden einweichen. Das kann ein Kamillentee sein oder eine 1%ige Salpeterlösung. Den Kamillentee bitte nicht heiß, weil sonst ist der Samen hin. Sollte so eine Temperatur von 25 bis 29 Grad haben ungefähr. Nach diesen 24 bis 36 Stunden holt ihr die Samen raus und nehmt euch so ein Schnapsglasl. Die sollten bekannt sein. Sieht man vielleicht jetzt hier irgendwo, wenn es irgendwer einblendet. Man kann auch hernehmen alte Joghurtbecher, man kann hernehmen kleine Blumentöpfe, wenn man irgendwie hat. Den Fingerhut von der Oma, wenn man lustig ist. Man kann eigentlich alles Mögliche hernehmen, was Erde auffängt. Und mit Drainage unten, also Zäulehörn drin, dass dann jedes überschüssige Wasser, was die Erde nicht halten kann, quasi wieder aus dem Glas rauslaufen kann. Anzuchterde oder Kokoserde drin und dann so ein kleines Loch machen und den Samen so auf 1,5 bis 2 cm versenken und dann wieder vorsichtig zumachen. Man kann da so pro Glas ungefähr 5 Samen unterbringen. Zum Anziehen habe ich dann letztes Jahr nochmal was quer probiert. Da habe ich eben ausprobiert, so ein kleines Treibhaus. Gibt es auch ein separates Video dazu, was ich von den Dingern halte. Wenn ihr selber Anfänger seid oder einen Anfänger beschenken wollt, saugeil. Wenn ihr selber schon fortgeschritten seid, ja, ist der Kosten-Nutzen... Nee. Das habe ich jetzt heuer dann im etwas größeren Stil auch wieder gemacht, im Treibhaus angezogen. Da gibt es dann ein separates Video dazu. Wichtig ist dann bei der Anzucht, wenn ihr die vergraben habt, die Samen, nochmal ordentlich durchfeuchten den ganzen Topf, dass das wirklich gescheit nass ist. Und ganz wichtig ist, dass euch das nie austrocknet, weil wenn euch das einmal komplett durchgetrocknet ist, dann könnt ihr es packen und wegschmeißen. Und die ganze bisherige Arbeit war schon mal für was Jugendfreies. Gerade eben wegen diesem Austrocknen muss ich sagen, ist so ein Treibhaus tatsächlich gar nicht schlecht, weil dadurch die Feuchtigkeit eben im Großen und Ganzen in einer gesonderten Kammer bleibt und euch da nicht wirklich abhauen kann. Heißt, es bleibt eigentlich sehr lange sehr feucht und bevor da was trocken wird, muss schon wirklich viel passieren. Schritt 2 wäre dann vereinzeln bzw. pikieren. Wenn ihr jetzt mehrere Samen in einem Glas hattet, dann wachsen natürlich auch mehrere Chilis im Idealfall aus diesem Glas. Die sollte man trennen, bevor eben das Ganze ein großes Wurzel-Mischmasch, Knolle, Tuhuabu, Wollknäuel wird, damit ihr die halt noch locker auseinanderbringt. Das sind Keimlinge, die sind jetzt so 10 Tage alt ungefähr und die kriegen jetzt ihre eigenen Töpfe. Der Zeitpunkt wäre so, ich sage jetzt mal, wenn sie so 2 cm aus der Erde rausschauen ungefähr. Beziehungsweise, wenn oben so der Ansatz für das nächste Blattpaar eben kommt, weil dann werden die relativ schnell, relativ groß und dann ist kein Platz mehr da. Das Ganze läuft dann eben so ab. Ihr nehmt euch die entsprechende Anzahl wieder an kleinen Schnapsgläsern. Können natürlich auch schon größer gehen, also maximal würde ich gehen bis zu einem Topf so 10 mal 10 mal 10 cm. Den könnt ihr mit Anzuchterde wieder voll machen, weil das natürlich doch noch ganz frische Keimlinge sind und die mit Nährstoffen noch nicht ganz so klarkommen, also die gehen euch da relativ schnell ein. Genau, dann macht ihr das Teil locker voll mit Erde, schnappt ihr euch ein Pikierwerkzeug, das kann ein Kugelschreiber sein, das kann ein Schaschlikspieß sein, das tatsächlich gibt es sogar Pikierstöcke, aber das sagen sie jetzt nicht ein. Genau, dann macht ihr so ein Loch in die Erde und da lasst ihr dann den Keimling so mehr oder weniger reinfallen bis zu den Blättern. So dann auch noch die Chance, dass er von dem Stängel, der unter der Erde ist, eben weitere Wurzeln bildet. Viele Wurzeln, große Pflanze. Es kann vorkommen, dass ihr bei der Keimung kleine Kappenträger kriegt, wenn der Same noch oben auf den Keimblättern steckt, aber schon zur Erde rauslugert. Das ist relativ schlecht, weil die Pflanze soll das nicht machen. Heißt, ihr nehmt die Pflanze beim Pikieren,
einfach nochmal komplett unter die Erde, einfach nochmal so einen Zentimeter Erde über Niveau von der Samenhülse, damit da nochmal genug Material ist, an dem sich die Pflanze diese Samenhülle eben abstreifen kann. Das ist nämlich noch eine Situation, da habe ich diverse Spiechen schon mit Nagelscheren und Nadeln gemacht und das ist alles nicht geil. Einfach einpflanzen, der braucht nochmal eine Woche, aber dann seid ihr die blöde Samenhülse los und das ist eine schöne, gesunde Pflanze dann. Punkt 3 ist die Abhärtung. Jetzt sind wir dann langsam schon so im schönen Frühjahr, wenn es draußen langsam wieder ein bisschen wärmer wird, die Sonne scheint. Bitte. Erster Unterpunkt. Wenn ihr die Chilis irgendwo schön stehen habt, in ihren kleinen Schnapsgläsern oder in den etwas größeren Töpfen schon, haltet einfach mal einen Ventilator drauf, damit die ein bisschen wackeln. Das ist relativ gut und wichtig für die Stiele, weil je mehr die wackeln, desto stabiler werden sie. Die stecken dann eben schon Energie und Wachstum in die Stabilität des Stiels, was euch später dann eben zugutekommt, weil die dann nie so spargeln. Also die wachsen nicht so in die Höhe, sondern werden ein bisschen robuster und neigen dann eher dazu, dass sie buschig werden. Dann der zweite Unterpunkt ist langsam an die UV-Strahlung gewöhnen. Was es da jetzt gibt, was ich mir für die nächste Saison wahrscheinlich zulegen werde, ist so eine Vollspektrum-Pflanzlampe, weil die haben dann UV-Strahlung auch drin. Heißt, man kann sie dann dadurch schon im Inneren dran gewöhnen und hat eben nicht das raus und reingeschleppe die ganze Zeit. Das wäre jetzt nämlich dann die Methode, wie man das ohne Lampe macht. Da gibt es so ein paar Wege. Im Endeffekt hat das immer mit wenig Sonnenlicht zu tun. Das geht entweder über längeren Zeitraum im Halbschatten, Schatten. Das macht man, indem man die Pflanzen, wenn es halt schön Wetter ist, zum Beispiel irgendwie unter den Tisch stellt. Oder man stellt sie mal 15 Minuten in die pralle Sonne und dann aber schnell wieder in Schatten. Und das halt sehr oft, was halt ein bisschen anstrengend ist. Darum stelle ich sie meistens irgendwie unter den Tisch. Und dann kriegen sie da genug ab. Das Ganze macht ihr dann so 5 Tage oder eine Woche, also egal bei welcher Methode, außer der Pflanzlampe. Und dann sollten sie sonnenfest sein. Heißt, dann könnt ihr sie geregelt in die Sonne stellen. Eigentlich sollten sie dann keinen Sonnenbrand mehr kriegen. Wirklich wichtig, nachts bitte wieder reinholen, weil alles unter 5 Grad und eure Pflanze ist platt. Gerade wenn sie noch so junge Keimlinge sind. Ende. Wenn ihr jetzt dann schon größere Töpfe dort habt, weil irgendwann wird das der Fall sein. Spätestens wenn so das zweite, dritte echte Blattpaar da ist, solltet ihr sie wirklich in größere Töpfe umsiedeln, damit sie wieder mehr Wachstum in die Wurzeln stecken können. Dann kann es eben passieren, dass mal so das Wachstum irgendwann stagniert und so 2-3 Wochen gar nichts mehr passiert. Man sieht jetzt hier auch wunderbar, es gibt einfach Pflanzen, die weigern sich so ein bisschen zu wachsen. Die stand genau neben den anderen, aber die ist immer noch klein und süß. Da geht einfach viel Energie in die Wurzeln. Wenn dann weiter immer noch nichts passiert, dann könnt ihr mal vorsichtig euch rantasten und das erste Mal düngen. Da ist jetzt meine Verfahrensweise, wenn ihr einen normalen Dünger habt, nehmt mal so ein Viertel bis Drittel von der Dosierung, die auf dem Dünger draufsteht. Wenn ihr jetzt noch einen Dünger habt, wo eventuell in der Anleitung gleich noch für Jungpflanzen was draufsteht, dann könnt ihr das nehmen. Ich übe mich da mal etwas in Zurückhaltung, weil ich halt ein bisschen Schiss habe, dass mir die Pflanzen deswegen dran eingehen. Es wächst der Erde in den nächstgrößeren Töpfen dann schon. Da kann man dann jetzt schon mal eine normale Erde nehmen. Sollte sich dann schon nicht mehr so viel fehlen, aber eigentlich ist sie dann schon wieder vorgedüngt und dann könnt ihr euch das Düngen auch schon wieder sparen. Jetzt wird es dann richtig interessant. Punkt 4 ist das Rausstellen der Chilis nach draußen, beziehungsweise eben das Umtopfen in die Endtöpfe. Das kann eben stattfinden nach den Eisheiligen. Die sind vom 11. Mai bis zum 15. Mai. Danach sollte dann eigentlich kein Frost mehr stattfinden. Gescheiter ist es, man schaut sich trotzdem immer noch mal in der Wetter-App an, wie kalt das es wirklich wird. Das Rausstellen ist dann eben auch der ideale Zeitpunkt, um in die Endtöpfe zu wandern, weil man draußen im Normalfall eben mehr Platz hat als drinnen. Wir haben da verschiedene, ich sage jetzt mal, Größenvorgaben zu den verschiedenen Arten der Chilis. Jetzt geht es darum, die brauchen alle ein bisschen unterschiedlich viel Erde, damit sie halt eben gescheit wachsen können. Zum Beispiel eine Frucht des Kens ist eine, meistens sind es irgendwelche Zierchilis, die so auf dem Tisch als Deko stehen können. Gibt es zum Beispiel auf der Wiesn oft. Ich kenne da den einen oder anderen, der dann im Zelt dann diese kleinen Chilis gesnackt hat und gemeint hat, der ist lustig. Der Kameramann nickt. Genau, die brauchen zum Beispiel bloß so kleine Töpfe. Für eine Capsicum Annum zum Beispiel reichen 10 bis 15 Liter dick. Mehr kann die gar nicht gescheit verwenden. Bei den Chinensen sind es so, ich sage jetzt mal 15 bis 20 Liter für einen soliden Ertrag. Und für Capsicum Baccatum und Pubescens sollten es schon so 30 bis 40 Liter sein, dass das vernünftig was abwirft. Mehr geht natürlich immer, aber es soll ja auch irgendwie in einer Relation stehen zu dem Aufwand. Ich habe dann eine Torferde hergenommen
und habe die, ich sage jetzt mal Pi mal Auge, weil das war eher mal so Augenmaß, was ich da gemacht habe, ungefähr 70% von der normalen Erde hergenommen, dann nochmal 15% Kokoserde dazu geschmissen und 15% Perlit, damit die Erde eben schön durchlüftet ist, weil das alles sehr, ich sage jetzt mal, fluffig ist. Kurz zum Perlit, das ist ja sowas wie ein Vulkangestein, heißt, das ist auch dafür da, das Substrat im Eimer zu einerseits durchlüften, sorgt dafür, dass die Feuchtigkeit besser gehalten wird und dient noch als Mineralstofflieferant so ein bisschen. Da hat mich jetzt der 100-Liter-Sack irgendwie 15 Euro gekostet und wenn ich sage 100-Liter-Sack, dann meine ich 100-Liter-Sack, aber ihr seht, relativ leicht händen. Was ein bisschen blöd ist, dieser Torf ist relativ verrufen, hat mich jetzt auch erst teuer gefunden. Heißt, ich werde ja nächstes Jahr versuchen, eine, ich sage jetzt mal, umweltfreundlichere Alternative zu finden. Ich muss mich da mal umschauen, wenn es dann soweit ist, dann gibt es dann auch ein Video dazu nächstes Jahr. Wenn ihr da einen geilen Tipp habt, also eine geile Alternative zu einer Torferde, die man in größeren Mengen eben auch kaufen kann, gerne in die Kommentare schreiben, würde ich mich freuen. Auf der Erde steht dann normalerweise auch drauf, wenn ihr sie wirklich umgetopft habt, wie lange die Vordüngung der Erde hält. Eine Erde ist so und so lange vorgedüngt, also die kann auf 6 Wochen vorgedüngt sein oder auf 2 Monate. Aber danach ist das halt einfach nicht mehr in der Erde in dem Ausmaß enthalten, wie es die Pflanze bräuchte. Heißt, wir müssen dann eben nachdüngen. Und dann könnt ihr euch mit eurem Dünger langsam damit beschäftigen, je nachdem was ihr habt. Entweder so alle 2 Wochen düngen, was halt auf der Anleitung drauf steht. Dann gibt es noch die andere Alternative, dass ihr euch beim Anmischen der Erde gleich einen Langzeitdünger einarbeitet. Das ist nicht schlecht. Dann habt ihr eigentlich im Großen und Ganzen euren Frieden. Dann müsst ihr vielleicht, wenn überhaupt, erst gegen Ende des Jahres nochmal düngen. Dann ist eben die Frage, wo stelle ich die großen Töpfe hin? Die Positionierung ist im Idealfall eine Südseite. Schön sonnig, schön warm. Bisschen Wind, also ein bisschen Wind ist gut, weil der bestäubt dann auch gleich und lässt die Pflanzen schön wachsen, weil das alles wackelt und stabiler wird. Es wäre auch tatsächlich gar nicht schlecht, wenn es halbwegs regengeschützt wäre, weil wenn es euch da die ganze Zeit reinregnet, dann spült es euch die ganze Zeit den Dünger aus. Da hilft euch auch der Langzeitdünger nichts, weil wenn es den ständig auswäscht, dann kommt er nie bei der Pflanze an, sondern halt im Nachbarsgarten oder auf jeden Fall nicht bei den Chilis, da wo er wichtig wäre. Dann kommen wir zu Punkt 5. Das sind dann so die ganzjährigen Aufgaben, die man hat. Der erste Punkt ist gießen. Wie gieße ich, wann gieße ich und vor allem wie viel gieße ich. Ohne Wasser wird euch die Pflanze nicht wachsen, beziehungsweise sogar ziemlich schnell eingehen. Das Wasser sollte ungefähr 20 Grad haben. Nach Möglichkeit Leitungswasser vermeiden, wenn ihr irgendeine Regenwasserzisterne oder irgendwas habt, nehmt das. Da ist kein Kalk drin. Das ist insgesamt einfach besser für den ganzen Pflanzenhaushalt. Im Idealfall morgens gießen, bevor die Sonne scheint und abends, wenn die Sonne schon so weit weg ist, dass eben durch Tropfen auf den Blättern die Blätter nicht mehr verbrennen, weil die bündeln die Sonnenstrahlen und dann gibt es tatsächlich so kleine Brandflecken auf den Blättern. Allerdings noch so früh, dass die Pflanze noch abtrocknen kann, bevor es eben dann nachts so im kompletten Quatsch drin steht. Genau, das nächste wäre dann ganzjährig düngen. Da schaut man dann einfach mal, was auf dem Dünger draufsteht, wie man düngt. Da gibt es so viele, deswegen kann ich da jetzt nichts Pauschales sagen. Was passieren kann, sind so Aussalzungen unten an den Blättern. Dann wisst ihr, ihr habt zu viel gedüngt, dann solltet ihr ein bisschen kürzer treten. Schlecht ist es, wenn euch anfangen, die Blätter von der Spitze her braun zu werden, weil dann habt ihr wirklich so mit dem Dünger übertrieben, dass euch die Blätter zusammenbrennen. Was genauso wichtig ist, das regelmäßige Überprüfen auf Schädlinge. Gibt es in verschiedenen Formen und Farben. Da gibt es nämlich tatsächlich insgesamt über 5000 Sorten. Wie kriege ich die Mistviecher los? Da gibt es ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Besprühen mit Milch soll helfen. Eine Schmierseifenlösung. Nebenöl hilft auch. Dann gibt es Gelbsticker, die helfen zum Beispiel gegen Trauermücken oder weiße Fliege, glaube ich auch. Dann gibt es noch die Fressfeindlösung, also man kann sich dann zum Beispiel Marienkäferlarven zulegen oder Florfliegenlarven. Die fressen euch dann eigentlich zum Beispiel die Blattläuse zusammen. Was da auch noch nicht schadet ist, wenn ihr einen Befall hattet, einfach mal die ersten 2 cm an Erde oben bei der Pflanze abtragen, weil sich da viel von dem Viechzeug dann auch noch drin aufhält und dann einfach wieder mit einer neuen frischen Erde drüber gehen und dann habt ihr ziemlich euren Frieden. Fazit ist im Großen und Ganzen, dass man diese Viecher nicht haben möchte. Dann nähern wir uns langsam dem Ende der Saison. Hi, ich bin der Zankl und heute gibt es ein Update mit meinen Chili-Pflänzchen. Oder jetzt mittlerweile eher Pflanzen. Urwald. Dann kann man hinten raus die Chilis noch reizen, heißt eure Pflanze unter Druck setzen, weil dadurch dann eben die Capsaicin-Bildung in der Frucht nochmal angeregt wird.
heißt sehr sparsam gießen. Da dürfen die Blätter dann auch schon mal hängen. Dann allerdings wieder gießen, wenn man sich die ganze Pflanze wieder aufstellt und eben weiterleben kann. Und dann haben wir es eigentlich auch schon zur Ernte geschafft. Chilis ernten kann man ab Mitte September ungefähr bis Anfang Oktober, weil es sonst zu kalt wird. Ernten tut man sie hauptsächlich dann, wenn sie reif sind. Braucht am Anfang ein bisschen Augenmaß. Man kann die auch mit der Hand so abbrechen. Im Endeffekt ist es ein bisschen geschickter, das Ganze mit der Schere zu machen, damit man die Pflanze nicht verletzt. Und nach der Ernte verwertet man sie dann. Hi, ich bin der Zankl und ich zeige euch heute, wie man Chiliöl macht. Und ich zeige euch heute, wie man Chilis fermentiert. Wie man Sriracha selber macht. Chili Salz selber macht. Heute machen wir Chili Cheese Nuggets. Extra long Chili Cheese. Sweet Chili Soße. Sau simpel. Viel Spaß beim Video. Man kann sie roh essen. Man kann sie dem Jakob geben. Es wird nicht lang rumgeschnackelt hier. Oh! Eine Ewigkeit später. Genau. Heißt, das war jetzt noch im Großen und Ganzen eben die letzte Saison im Abriss. Nochmal als wirklich kurze Zusammenfassung: Wir haben so Dezember bis Februar eben die Anzucht. Die Samen zum Keimen bringen. Wer eine Pflanzlampe hat, kann da auch schon sich im Oktober damit spielen, weil mit der Pflanzlampe kann man sie einfach wesentlich besser durch den Winter bringen. Sobald wir die 2 cm haben und wenn dann so das erste richtige Blattpaar sich eben abzeichnet, vereinzeln und damit dann gleich pikieren. So beim zweiten bis dritten richtigen Blattpaar in die größeren Töpfe setzen, also in den Zwischenschritt vom Endtopf. In den Endtopf würde ich sie erst packen Mitte Mai nach den Eisheiligen, weil da kann ich sie rausstellen, da habe ich den Platz für die großen Töpfe. Und ab da ist es dann wirklich bloß noch schauen, dass sie wachsen, gießen, düngen, auf gutes Wetter hoffen und dann so September, Oktober ernten und kochen damit. So, jetzt habe ich mir ins Maul fusselig geredet. Wenn ihr euch so im Groben an die Schritte haltet, sollte hinten raus ganz gut was bei rumkommen. Was ich in der Saison jetzt gelernt habe, ist tatsächlich, dass so ein Treibhaus eine ziemlich geile Geschichte ist, weil man sich bei der Anzucht fast nicht mehr um die Pflanzen kümmern muss. Das nehme ich in die nächste Saison mit. Euch nehme ich natürlich sehr gern mit und möchte mich bei euch auch noch bedanken für den Support über die Saison. Hat wirklich Spaß gemacht, eure Kommentare zu lesen, sich mit euch zu unterhalten. Hoffen wir auf eine geile Saison 22. Damit es schön so weitergehen kann, würde ich mich über Abos immer noch freuen, wie ein Schnitzel. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Daumen ist sowieso mal geil, wenn ihr ihn da lasst. Merci, das war's für die Saison. Viel Spaß, bis zur nächsten und bis zum nächsten Video. Ciao.